Ja, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte Sie ganz herzlich hier zur Wahlparty der Linken begrüßen. Wir als Linke haben unsere Position in Sachsen-Anhalt bestätigt. Wir sind die zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt geblieben. Das ist ein gutes Ergebnis für uns als Linke heute in Sachsen-Anhalt. Und wir haben dieses Ergebnis erreicht bei einer deutlich höheren Wählerbeteiligung, bei einer deutlich höheren Wahlbeteiligung. Wir haben die Hoffnung, dass die Zahlen heute noch steigen. Und natürlich denken wir auch und verrechnen fest damit, dass wir an absoluten Stimmen heute Abend zugelegt haben. Ich gratuliere ganz herzlich unseren Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt und natürlich vor allen Dingen unserem Spitzenkandidaten Wulf Gallert. Die herzlichsten Grüße hier aus Berlin. Und natürlich bedanke ich mich bei allen Wählerinnen und Wählern und natürlich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute in Sachsen-Anhalt gut abgeschnitten haben. Das Beste ist, es gibt eine Mehrheit für einen Politikwechsel in Sachsen-Anhalt mit einem linken Ministerpräsidenten an der Spitze. Und die Hoffnung der SPD, uns zu überholen, die sind nicht aufgegangen. Die Wählerinnen und Wähler haben den Erpressungsversuch der SPD ganz klar zurückgewiesen. Es reicht für Rot-Rot in Sachsen-Anhalt und jetzt muss die SPD Farbe bekennen. Es reicht in Sachsen-Anhalt für den Mindestlohn und für die Tarifbindung beim Vergabegesetz. Es reicht für längeres gemeinsames Lernen. Es reicht, dass jedes Kind die gleichen Chancen bekommt. Und es reicht auch für eine aktive Anti-Atom-Politik. Und jetzt ist es an der SPD, Farbe zu bekennen, ob sie mit uns gemeinsam ihre eigenen Wahlversprechen umsetzen möchte oder ob sie sich noch am Wahlabend an die CDU kettet und damit schon heute Abend ihre Wahlversprechen über Bord wirft. Jetzt muss Jens Bullerjahn über seinen Schatten springen für einen sozialen, demokratischen Politikwechsel in Sachsen-Anhalt. Liebe Genossinnen und Genossen, dieses gute Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt gibt uns auch den Rückenwind für die Wahlen nächste Woche in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wir haben die Chance, erstmals in die Landtage in Mainz und Stuttgart einzuziehen. Darauf werden wir uns nächste Woche konzentrieren. Wir können es schaffen. Und dann gibt es noch eine gute Botschaft. Schwarz-Gelb hat verloren, die FDP ist draußen aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt und das ist auch gut so. Das Allerbeste ist, auch die NPD ist draußen, das ist ein guter Abend für die Demokratie. Wir freuen uns außerordentlich, dass die NPD hier aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt zurückgewiesen werden konnte. Und wir als Linke haben mit dazu beigetragen. Vielen Dank noch einmal an all unsere Wählerinnen und Wähler, die mit dazu beigetragen haben, dass die Rechtsextremen nicht in den Landtag einziehen. Vielen Dank.